Nachdem ich dieses Bild hier in meinem Stadtrundgangsvideo über Wismar gezeigt habe und es anschließend noch bei Instagram gepostet habe, bin ich gefragt worden, ob ich nicht mal die Bearbeitung zeigen könnte vom Vorherbild zum Nachherbild. Dem will ich gerne nachkommen. Und wenn du also wissen möchtest, wie ich aus diesem Bild das Bild gemacht habe, dann bleib doch einfach dran. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Olaf und ich möchte euch auf diesem Kanal meine Sichtweise der Fotografie näher bringen. Ich bin schwer begeistert, dass schon über 200 Leute meinem kleinen Kanal folgen. Finde das ganz toll und macht weiter so, kommentiert fleißig, abonniert gerne meinen Kanal. Ja, wie gesagt, in meinem Stadtrundgang durch Wismar habe ich euch ja schon mitgenommen auf den Marktplatz zur Blauen Stunde und habe euch gezeigt, wie ich dort den Marktplatz fotografiert habe mit dieser Bronzefigur im Vordergrund. Und heute möchte ich euch die Bildbearbeitung dazu zeigen. Und dazu wechseln wir jetzt ganz einfach mal in Lightroom. So, das ist jetzt das Bild, wie es aus der Kamera kommt. Man sieht, es ist jetzt doch reichlich dunkel. Ich belichte aber diese Art von Bildern häufig ein wenig unter. Da mir sonst sehr leicht die Lichter ausbrennen hier, also zum Beispiel bei diesen Lampen hier, da würden doch sehr leicht die Lichter ausbrennen, wenn man den Vordergrund jetzt korrekt belichten würde. Deswegen belichte ich den ein bisschen unter und dann ziehe ich dann die Belichtung dann gleich etwas rauf. So, das würde ich auch als erstes mal machen, dass ich hier mit der Belichtung etwas hochgehe. Da sieht man schon, da kommt schon was. Nicht zu sehr, sonst wird der Himmel nachher zu hell. Den Vordergrund können wir dann gleich separat aufhellen. Dann würde ich die Lichter ein bisschen runternehmen. Und die Tiefen nehme ich jetzt ein ganzes Stück hoch. Weißwerte nehme ich auch ein bisschen hoch. Und die Schwarzwerte ein bisschen runter. So. Dann würde ich vielleicht noch etwas Struktur und etwas Klarheit. Auch das erstmal nur ein bisschen und wir können das nachher dann separat dann noch etwas mehr machen. So, dann gehen wir einmal in die Gradationskurve. Jetzt werde ich schon mal ein bisschen selektiv arbeiten und nur den unteren Bereich aufhellen. Und dazu ziehe ich mir jetzt hier einen Verlaufsfilter von unten nach oben ins Bild. Und zwar über den gesamten unteren Teil mit Ausnahme des Himmels. Jetzt ist natürlich der Himmel auch zum Teil mit ausgewählt. Es gibt ja diese tolle Funktion der Luminanzbereichsmasken seit einiger Zeit in Lightroom. Und die würde ich jetzt hier einmal anwenden. Und dann ziehe ich den rechten Slider hier nach links. Und dann sieht man schon, dass jetzt nur noch der untere Teil ausgewählt ist und der Himmel nicht mehr. So, und nachdem wir jetzt diese Maske erstellt haben, gehen wir hier mal in die Einstellung rein. Ich setze mir erstmal wieder alles zurück. Dann schalte ich mir die Überlagerung einmal aus. Vielleicht ein bisschen viel, so ungefähr. Dann würde ich die Tiefen anheben, die Weißwerte etwas anheben und Struktur und Klarheit würde ich mal noch mal deutlich nach oben gehen. Und Dunst entfernen würde ich auch ein wenig anwenden und Sättigung auch so ein bisschen anheben, nicht zu viel. Als nächstes werde ich jetzt in die HSL-Einstellungen gehen. Und dort ziehe ich mir zunächst mal das Blau so einen ganz kleinen Tick nach rechts, weil mir der Himmel ein bisschen zu grünstichig ist, ne? Wenn ich hier nach links gehe, dann wird das Blau eher grün. Wenn ich ganz stark nach rechts gehe, dann wird das lila.
indem ich hier so ein ganz bisschen nach rechts gehe, nehme ich so diesen grünen Stich so ein bisschen aus dem Himmel raus. So, dann würde ich mir in der Sättigung die Orangewerte ein bisschen nach oben ziehen. Und den Himmel, den würde ich jetzt in der Luminanz etwas nach unten ziehen, um ihn etwas dunkler zu gestalten. Was mir nur noch auffällt, ist, dass die Gebäude hier auf der rechten Seite und das Gebäude hier links, dass sie beide etwas kippen. Und dazu werde ich mal ins Transformieren-Werkzeug gehen und werde hier mal auf der Vertikalebene das etwas nach rechts schieben. Und dann gehe ich in der Skalierung wieder ein bisschen zurück, weil ich sonst zu viel dort auf der linken Seite verliere. Ja, und abschließend würde ich jetzt noch einmal einen Radialfilter über diese Statue hier ziehen. Und da gibt es ja auch wiederum diese nette Funktion der Luminanzmasken. Das setzen wir erstmal alles zurück und wählen hier Bereismaske Luminanz. Schalte ich mir mal die Maske wieder aus. So, das würde ich hier noch mal jetzt einen ganz kleinen Tick wärmer machen vom Weißabgleiche. Dann ziehe ich die Belichtung noch mal ein Stück nach oben. Die Lichter setze ich auch noch ein kleines bisschen nach oben. Die Tiefen ein bisschen mehr. Die Weißwerte vielleicht noch ein bisschen. Ja, und die Struktur würde ich noch mal ein ganzes Stück nach oben setzen. Die Klarheit auch. So ein ganz bisschen Dunst entfernen. Und die Schärfe würde ich auch noch mal ein bisschen nach oben ziehen. So. Damit diese Statue so richtig heraussticht. Und mehr würde ich jetzt in Lightroom gar nicht machen und würde jetzt in Photoshop wechseln. Jetzt sind wir in Photoshop. Und was mir als erstes auffällt, sind diese Herrschaften, die hier auf der rechten Seite sind. Aber als erstes gucke ich mal eben, ob ich Sensorflecken im Himmel habe. Ja, da ist tatsächlich ein Sensorfleck, den stempeln wir mal eben weg. Da ist noch einer. So, und wenn ich mir das Bild jetzt anschaue, dann fällt mir auf, dass mir die Personen auf der rechten Seite dort nicht gefallen. Und jetzt, die werde ich jetzt mal versuchen wegzubekommen. Dafür gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ich probiere erstmal das inhaltsbasierte Füllen, aber ich vermute mal, dass das nicht zu 100% funktionieren wird, weil dafür die Struktur hier einfach zu komplex ist. Ja, und da sehen wir jetzt schon, es ist ersetzt, aber es ist nicht, sieht nicht so aus, wie man sich das gewünscht hat. So, nichtsdestotrotz lasse ich das jetzt erstmal und werde jetzt versuchen, den Rest über das Ausbessern-Werkzeug hinzubekommen. Schalte ich mir das einmal aus hier. So, der Teil hier oben ist natürlich jetzt etwas vertrackter, also dahinter wird ein Fenster gewesen sein. Und da ist sowieso dieser, da hat er jetzt ein LKW reinkopiert, das ist natürlich auch Quatsch. Da werden wir jetzt erstmal ein Fenster hinsetzen.
Die Fenster natürlich hier dichter aneinander als im üblichen Bild, aber das weiß ja kein Mensch, wie nah jetzt die Fenster dort waren in Wirklichkeit. Ja. Das muss man sich immer vor Augen halten, dass der Betrachter das ja gar nicht weiß. So, ich denke, jetzt sieht man von diesen Personen dort nichts mehr. Jetzt werden wir noch mal hier an der Seite dieses Stück der Wasserkunst hier entfernen, weil ich, wie finde, das stört dort an der Stelle, weil man es nur so halb sieht. Dazu nehme ich jetzt mal Schnellauswahlwerkzeug. Und zwar nehme ich jetzt inhaltsbasierte Füllung. Dort kann ich nämlich auswählen, welche Bereiche des Bildes dort mit einbezogen werden sollen und welche nicht. Und alles, was grün ist, das würde damit einbezogen. Ich will daher aber keinen Himmel haben und keine Gebäude haben, sondern ich will da Pflaster haben. Ne? So. So gefällt mir das doch jetzt schon ganz gut. Und jetzt gehen wir wieder in meine allseits beliebten Nick-Filter. So, hier sind wir jetzt in den Nick-Filtern und jetzt gehe ich erstmal in den Pro-Contrast-Filter und regle mir den ein bisschen rein. Ja, jetzt überlege ich gerade, ob ich den Himmel ausklammere oder nicht. Könnte vielleicht die sehr hellen Bereiche des Himmels dieses von näher ran. Die würde ich jetzt, glaube ich, tatsächlich hier ausklammern. Sonst brennen mir die nachher noch aus. So. Und jetzt nehmen wir zusätzlich noch den Tonal Contrast Filter. Das ist natürlich jetzt viel zu stark. Deswegen setze ich den jetzt mal auf 0 wieder zurück. Auf 0. Auch auf 0. Auch auf 0. So, und dann regle ich mir die Spitzlichter, Mitteltöne und Schatten so nacheinander einzeln rein und guck mal, was passiert. So, hier bei den Spitzlichtern würde ich gar nicht so viel machen, denn das ist wirklich hier der Bereich hier oben. Hier würde ich sogar eher ein bisschen ins Negative ziehen, sonst brennt der dann wirklich aus. So, jetzt gucken wir uns mal die Mitteltöne an. Ah, da kommt ein bisschen was im Himmel. Den Himmel will ich gar nicht so stark. Aber den können wir uns auch gleich wieder ausmaskieren. So, und jetzt gehe ich hier in den Minusbereich. Und nehmen für den Tonal Contrast Filter den Himmel raus. Dazu kann man hier auf Kontrollpunkte gehen und dann auf diesen kleinen Kreis klicken. Und dann kann man sich das anzeigen lassen. Das ist sehr praktisch. Dann sehe ich nämlich genau, was ich schon erwischt habe. Also den Nick-Filter nehmen, wenn ich hier auf Minus gehe, immer einen bestimmten Farbton, und dieser Farbton, der wird in diesem innerhalb dieses Kreises maskiert, da der Himmel aber aus ganz vielen verschiedenen Farbtönen besteht, bekommt man das nicht mit einem Klick weg, sondern man sieht hier überall, wo es jetzt noch weiß ist,
Das würde jetzt noch von dem Filter tangiert. Und überall, wo es schwarz ist, das würde maskiert. Und wenn man jetzt den Kontrast hier an- und ausschaltet, sieht man, dass nur unten was passiert, aber oben eben nicht. Jetzt könnte man auch mal gucken, ob man das noch irgendwie hier. Aber man sieht jetzt hier hinten zum Beispiel, wenn ich die Mitteltöne jetzt hochziehe, wie dann hier im hinteren Bereich, wie dann da, wie es dann deutlich heller wird. Ja? Und dann gehen wir auf OK. Und ich denke mal, durch die Kontrastverstärkung sieht man jetzt doch einen deutlichen Unterschied, ja? Das an- und ausschaltet. Jetzt würde ich nochmal unscharf maskieren anwenden. Nochmal so ein bisschen schärfen und dann wären wir mit dem Bild fertig. Ja, jetzt sind wir wieder in Lightroom und jetzt gucken wir uns mal den Vorher-Nachher-Vergleich an. Wenn man das jetzt mal sieht, auf der linken Seite, so sah das Bild vorher aus und auf der rechten Seite, so sieht es jetzt aus. Also ich denke, da ist doch schon einiges passiert. So, ich hoffe, ihr habt jetzt gesehen, dass man in der Kombination verschiedener Bildbearbeitungsprogramme durchaus sehr schöne Ergebnisse erzielen kann. Es gibt da ja so unterschiedliche Lager. Die einen sagen, ich bearbeite meine Bilder nur im RAW-Converter und Photoshop fasse ich nicht an. Andere sagen, Lightroom benutze ich gar nicht, ich bearbeite jedes Bild sofort in Photoshop. Kann man natürlich machen. Im Camera Raw Filter geht das genauso wie in Lightroom. Aber die Bildverwaltung in Lightroom ist doch das, was mich dann zu Lightroom zieht. Und dann verwende ich eben ergänzend dann Photoshop. Ja, und die Nick-Filter setze ich dann eben auch ergänzend ein, um dem Bild noch so den letzten Schliff zu geben. Ja, wenn euch das Ganze interessiert, dann abonniert doch gerne meinen Kanal, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Ich habe vor, in der nächsten Zeit eine kleine Reihe zu machen, wie man entfesselt blitzen kann, um Personen Indoor und Outdoor zu fotografieren und das Ganze Low Budget, also für kleines Geld. Wie kann ich mit einfachen Aufsteckblitzen, ein paar Softboxen, sehr schöne Blitzfotos erzeugen, die wesentlich besser aussehen als der Blitz direkt auf der Kamera. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in dem nächsten Video und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.